Ich habe eine wichtige Frage an euch. Woran erkennt man ein gutes Spiel? Daran, dass man eine riesige Open World hat, gefüllt mit Geschichten, Abenteuern und Erlebnissen, die man so niemals vergessen wird? Oder vielleicht mit einer Story, so tiefgründig und mitreißend, dass man selbst nach dem Ende noch darüber nachdenkt, was geschehen ist, was noch passieren könnte, wenn man sich wünscht, dass die Geschichte nie geendet wäre. Oder durch faszinierende Charaktere, die einen komplett mitnehmen, wo man das Gefühl hat, einen Freund in einer digitalen Welt gefunden zu haben. Ist es das, was ein gutes Spiel ausmacht? Ich sage euch heute, nein, ist es nicht. Es ist eine einzige Sache. Die Frage, ob man ein Maus oder eine Trackpad benutzt. Und damit privet meine Glühbirne oder so. Ich glaube, ich kann die Begrüßung gar nicht mehr machen. Hallo und willkommen zu dem Mad Monday. Wie immer ist das das Format mit der seltsamsten Begrüßung aller Zeiten. Und wir spielen heute Getting Over With Bennett irgendwas. Ich habe den Titel wieder vergessen. Und natürlich spielen wir in Good Old Russia, weil Blini, Kartoschke, Putin. Nein. Wir spielen natürlich im Englischen, aber natürlich im amerikanischen Englischen, weil die Amerikaner waren ja die Ersten, die Englisch gesprochen haben. Großbritannien existiert ja gar nicht. Mein Gott, ich will die australische Flagge. Wir benutzen eine Maus. Ich habe dieses Spiel noch nie gespielt, habe dazu nie was angeguckt, aber ich weiß, dass dieses Spiel momentan sehr beliebt ist und sehr seltsam sein soll. Und hier sehen wir auch den Namen dessen, den ich gar nicht erst aussprechen will, weil der mir zu kompliziert ist. Viel zu kompliziert. Ist das nicht dieser eine Schauspieler aus Sherlock? So, New Game! Wir starten als Baba Yaga in einem kleinen Topf scheinbar mit einem Sledgehammer. Okay, die Steuerung ist schon mal sehr gewöhnungsbedürftig. Und wir können hier coole Moves ablegen. Oh! Ich hab das Style! ich schätze mal, das ist unser Fortbewegungsmittel. Okay. Okay. Dann, I understand. I understand this game. Und, oh mein Gott, diese Steuerung ist schrecklich. Kann ich auch irgendwas anderes? Nein. Aber ich kann den Ast, glaube ich, kaputt machen, wenn ich stark genug dagegen haue, oder? Ich hau mal ganz stark dagegen. Weil der bewegt sich so. Der sieht aus, als würde er kaputt gehen. Stattdessen haben wir uns einfach drüber geschleudert. Warum denn auch nicht? Okay, wir brauchen scheinbar Schwung, um uns über die Gegenstände drüber zu schleudern. Und ich sollte meine Mausgeschwindigkeit mal ganz hochstellen. Ich glaube, dann ist es natürlich am besten, wenn man keine Kontrolle mehr über seine Maus hat, um sich hochzuschleudern. Nein, natürlich nicht. Ich stelle die Geschwindigkeit mal wieder runter. Okay, ich schätze mal, das Ziel ist es, am Ende anzukommen. Or it was due, as I have. Or if you left your wallet at home, and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino, and then put all your winnings on red, but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding, and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend, and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Okay. Thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry, I'll save your progress, always. Even your mistakes. Das ist ja sehr motivierend, lieber seltsamer Begrüßungstyp. das ist ja schon mal ein sehr, sehr motivierender Anfang. Da hat man ja richtig Bock auf das Spiel und oh mein Gott, ich sehe schon, dieses Spiel. Ah Gott, das kostet Nerven. Das kostet Nerven. Kein Wunder, dass der schon davon redet, das Spiel aufzugeben, weil das einfach zu viel für einen ist. Das ist so ein Gefrickel. Das ist so ein schreckliches Gefrickel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein. Das nenne ich mal Physik. So funktioniert Physik, Leute.
So funktioniert die Kraftauswirkung eines Hebels. Ich glaube, da hat jemand das Hebelgesetz aus Versehen exponentiell statt linear genommen. Und das versteht jetzt auch wieder niemand. Warum versuche ich es überhaupt? So, kann ich mich irgendwie da hochkatapultieren? Wopsa, 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 nein! Boah, dieses... Wer auch immer dieses Pedal, wollte ich schon sagen. Wie hieß das Ding nochmal? Irgendwas mit P, oder? Nein! Ich hätte fast das mysteriöse Ding mit P, dessen Namen ich vergessen habe. Ich bin Russe, ich darf das. Wie hieß denn das Ding? Das ist das Teil, was die Schiffe immer, also Leute auf Kanus und so benutzen. Und ich meine, ich bin selbst schon mal mit dem Kanu... Ja, ich hab mich festgehakt. Also komm hoch, du Kackding. Nein. Ich hab einen Vorschlaghammer. Warum schaffe ich es nicht, das Ding hier kaputt zu machen? Yes. Nein. Yes. Nein. Vorsichtig. Vorsichtig. Und hoch. Nein. Nein. Nein! That game was Jazuo, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B-games. And B-games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. Okay, gut zu wissen. Also das hier ist ein B-Game. Nein! Ich war schon da drüber. Ich glaube... Ist es dein Ernst? Ich habe mich gerade abgeschubst. Ich glaube, dieses Spiel ist auf einem sehr hohen Frustfaktor aufgebaut. So. So. Ich hängel mich dann mal hier rüber, wenn es okay ist. Ha! Nein! Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration. A real punch in the gut. Dieses Spiel baut, glaube ich, auf Rage auf, oder? Ich glaube ja. Ich glaube, es will mich wütend sehen. Und ich glaube, ich werde gleich wütend. Heilige Macke Maria. Nein! Muss das jedes Mal passieren, wenn ich drüber bin und mich gerade freuen will? Ich glaube, getting over it, das ist wirklich wortwörtlich gemeint. I have to get over it. So. Ich wollte eigentlich euch vorschlagen, falls euch das Spiel gefällt, dass ich das ja mal spielen kann, aber ich habe irgendwie das Gefühl, bis ich das mal durch habe, vergehen 100.000 Stunden. Mein Gott, es kann doch nicht sein, dass ich hier an dieser einen Stelle die ganze Zeit festhänge. Nein. Und wie viel Wasser haben wir denn bitte schön in diesem Kessel drin, wenn wir das die ganze Zeit so verlieren können? So. So. Ja. Wopsa, wopsa, wopsa. Das ist wirklich physikalisch derartig korrekt. Also der Typ muss hier sehr starke Arme haben. Wirklich sehr, sehr starke Arme. Die da. Redet der Typ vielleicht noch ein bisschen? Ich vergesse schon, was ich kommentieren soll. Ich wollte bei diesem Spiel eigentlich nicht schneiden, du. Ich glaube, das war eine falsche Entscheidung. So, so. Ich schaff das noch. Ich schaff das noch. Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, verarschst mich doch, liebes Spiel! Oh mein Gott, ist die Steuerung schrecklich. Oh mein Gott. Die Maus macht überhaupt nicht, was man will. Ich glaube, Trackpad welche echt... Yes, yes. Nein, 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 nein. Nein! Ich hätt's fast. Ich hätt's fast. Das Problem ist, wenn man schnell drehen will, dann macht er die Arme so zusammen und dann dreht es sich nicht so weit. Also, der hält dann den Vorschlaghammer zu nah an sich dran und das macht es nochmal schwerer. Das haben die extra mit einprogrammiert. Also, das ist jetzt nicht schlecht programmiert, sondern es wurde extra gemacht. Wenn du es zu schnell bewegst, dann bewegt er den Hammer nicht so weit von sich entfernt, wie wenn du es langsam bewegst. Also es wird extra gemacht, um Leute noch mehr aufzuregen. Das ist ja gemein. Das ist ja sehr gemein. Weil man bewegt ja meistens die Maus sehr schnell in Momenten, wo man sich gerade noch retten will. Und deswegen
funktioniert es halt in genau in den Momenten nicht, sich genau zu retten. Oh mein Gott, ey. Der Mad Monday ist zum Glück ein Trash-Format, also fast ausschließlich Trash. So. Nein, nein, nein. Ich hasse das Spiel. Ich hasse das Spiel jetzt schon. Nebenbei, das Spiel kann man kostenlos, in Anführungszeichen kostenlos spielen, wenn man Humble Monthly Subscriber ist, weil man es sich dann DRM frei... Wie soll ich denn das über dieses Gebäude kommen? Das ist nicht möglich. So. So, jetzt hier drauf. Ja, ja, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Es ist nicht möglich, über dieses Gebäude zu kommen. Wo muss ich hier rüberschleudern, um da drauf zu kommen? Yes! Ja, fast. Ups. So. Ich brauchte nur den richtigen Schwung. Komm schon, hak dich gescheit ein, du doofer Bennett. Whatever. Falls das überhaupt dein Name ist. Wahrscheinlich ist es der Name vom Entwickler und gleichzeitig auch der Name von dem Typen hier. Wahrscheinlich ist das Aussehen von dem auch an den Entwickler angelehnt. Ich brauche sehr viel Schwung, wenn ich die Spitze erreicht habe. Nach da oben zu kommen. Nein, 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 nein. Nein! Nein! Oh, oh Gott, nee. Scheiß auf Cuphead. Scheiß auf Dark Souls. Dieses Spiel ist das Allerschlimmste von allen. Warum schubst du dich mit so viel Schwung ab? Ich wollte, dass du dich ganz vorsichtig hochhebst, du Vollidiot. Das ist ein Sinnbild für die Spieleindustrie. Wow, 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 wow. Wie habe ich den Trick gerade geschafft? Trick 17, Leute. Das ist die wahre Definition von Trick 17. So. Nein! Schubst dich doch nicht weg! Keep on trying. Don't let it get to you. Keep on trying. Don't let it get to you. This thing that we call failure is not the falling down, but the staying down. Wenigstens motiviert einen das Spiel. Das ist ja wenigstens etwas. Und lacht einen nicht nur aus. In a certain way, sexy hiking is the perfect embodiment of a B-game. It's built almost entirely out of found and recycled parts. And it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery. And the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Ja, ja, der hat sich wirklich an Sexy Hiking orientiert. Oder war der ursprüngliche Titel Sexy Hiking? Ich hab's immer noch nicht ganz verstanden. Aber ich war schon mal ziemlich weit oben. Das ist ja wenigstens eine gute Sache. Ja, ich glaube. Ist es dein Ernst? Ist es dein Ernst? Willst du mich verarschen? Okay, das Spiel macht sich über einen lustig. Ich nehme es zurück. Es macht sich ultimativ über einen lustig. Ich habe irgendwie Angst, dass die Musik copyrighted ist. Ich mach mal den Sound ein bisschen leiser. Ich hänge gerade. Nein! Ziemlich. Oh, dieses. Ich weiß immer noch den Namen nicht. Ich habe den Namen immer noch vergessen. Das kann doch nicht wahr sein, du. Wie hieß dieses Ding? Ich will den Part nicht beenden, bevor es mir nicht einfiel. Paddel! Paddel heißt es! Das Ding heißt Paddel! Ich weiß es wieder. Oder Ruder. Ruder oder Paddel. Mein Gott, ist das peinlich.
Und diese Musik. Diese Musik ist scheiß Ernst von diesem doofen Spiel. So. 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 Ja, 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 ja. Mist, ich brauche mehr Schwung, um hier hochzukommen. Ja, ja, nein. Komm schon. Ich brauche ganz viel Schwung, um nach da oben zu kommen. Das ist das Böse. Selbst wenn man einen kleinen Schritt geschafft hat, fehlt einem meistens der Schwung für den nächsten Schritt und dann schubst der Typ sich ab. Ich habe so sehr das Gefühl, ich fall gleich wieder runter zum Paddel. Und. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig Schwung holen. Aber wie gesagt, jeder Humble Monthly Subscriber kann sich das Spiel DRM-frei runterladen. Einfach bei Humble Bundle ein bisschen suchen. Das wusste ich selber lange Zeit nicht, deswegen sage ich das so oft. So. Sonst hätte ich viel früher was zum Spiel gebraucht. So. Aber es gibt hier auch eine Art Lernkurve. Also es stimmt nicht ganz, dass kein Fortschritt da bleibt. Ich komme jetzt viel einfacher hoch als am Anfang. Klar, es regt einen auf, wenn man runterfällt. Schöne Zitate, die du da bringst. Aber, ja! Ja! Ich bin der Pro! Start sexy hiking. You're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree. And a lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them, once you have the correct method, or the correct equipment, or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in sexy hiking is real. Yes! In sexy hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past the new obstacle was my fault. Nein! Rather than Nein! Imaginary mountains build themselves to climb them. And it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. Heilige Kacke! Okay, das war der Killer. Das war der Killer für dieses Spiel. Ich war so weit oben. Ich war so konzentriert. Ich habe einfach nur dem Typen zugehört und habe euch dem Typen zuhören lassen. Und dann ist das passiert. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Ich mag dieses Spiel nicht mehr. Und jetzt komme ich nicht mehr hoch. Jetzt komme ich... Mir musste natürlich so ein total schweres Hindernis gleich am Anfang hinpacken. Und da kann er mir noch so viel erzählen von wegen, er hat versucht, es einfacher zu machen und es hat nicht geklappt. Der Typ ist einfach nur ein reiner Sadist. Mehr nicht. Ja, ja, der Typ ist ein reiner Sadist, der das extra so gebaut hat. Bestimmte Mechaniken wie dieses Abschubsen, die wurden wirklich bewusst reinprogrammiert. Ja, 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 der wurde bewusst reinprogrammiert, dass der sich abschubst, wenn er genug Schwung hat, weil er dann den Arm so rauszieht. Diese Mechanik ist nur zum Nerven da. Aber okay, das Spiel, das ist schon hardcore. Aber wenigstens gibt es ja diesen Typen, der die ganze Zeit labert, und damit meine ich nicht mich. The pain I feel now is the happiness I had before. That's the deal. C.S. Lewis.
Ja, was auch immer. Ich glaube, der Entwickler hat sich hier sehr viel Mühe bei den Aussuchen der Zitaten gegeben. Obwohl mir C.S. Lewis was sagt, aber ich weiß gerade nicht mehr, was genau. So. Ich weiß gar nicht, warum ich noch spiele. Obwohl dieses Spiel so unfassbar nervtötend ist, ist es dennoch irgendwie lustig. Ich würde aber sagen, ihr habt gesehen, wie hoch ich kam. Nach 20 Minuten. Also, falls euch das Video gefallen hat, oh, der Hammer biegt sich sogar. Ich will mich abschubsen. Ich will fliegen! So, hi. Hi. Ups, wups, wups, wups. Das macht Spaß. Und hier ist ein Kaffeebecher. Cool. Ich würde sagen, das war's auch dann mit dem Mad Monday Video. Ein bisschen ruhiger heute, weil der Entwickler so viel hier gelabert hat, was ich recht lustig fand. Also ich schätze mal, dass der Sprecher der Entwickler ist. Zumindest redet er immer aus der Perspektive eines Entwicklers. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video dennoch gefallen. Und lasst es mich dann auch gerne in den Kommentaren und in den Bewertungen wissen. Auf Wiedersehen, Leute. Euer Sledgehammer.